Herzlich willkommen zu Raspberry, ihr Bachforellen. Ich bin Murat und heute geht es um ein Thema, was uns schon viele angeschrieben haben. Wie schneidet man eigentlich Himbeeren zurück? Da müssen wir wirklich erstmal wissen, was für Himbeeren hat jemand im Garten. Es gibt nämlich die Herbsthimbeeren, die blühen zwischen September und Oktober. Die werden anders zurückgeschnitten als Sommerhimbeeren. Sie blühen zwischen Juni, Juli und August. Und da ist es ganz wichtig, die werden ganz anders zurückgeschnitten. Wenn ich euch einen kleinen Tipp geben möchte, wenn ihr es euch ganz, ganz einfach machen möchtet, holt euch Herbsthimbeeren. Herbsthimbeeren sind wirklich ganz, ganz einfach. Wie gesagt, die blühen zwischen September und Oktober. Da ist es ganz einfach, unten die Triebe einfach komplett abschneiden, einfach nur abschneiden und im nächsten Jahr wächst es wieder. Also ganz, ganz easy. Bisschen tricky sind aber Sommerhimbeeren, die von Juli bis August wachsen. Das sind dann die Himbeeren. Da muss man ein bisschen nachdenken. Das ist nicht so easy, aber wenn man es versteht, ist es doch ganz einfach. Hier im Hintergrund sind übrigens Sommerhimbeeren, die von Juli bis August blühen. Das sind Beeren, die meine Frau immer für ihre Kuchen, für ihre Torten verarbeitet oder eine coole Marmelade draus macht. Der Rückschnitt ist, muss man sich ein bisschen was dabei denken, aber trotzdem ist es ganz, ganz easy. Ich versuche euch das wirklich so unkompliziert wie möglich zu erklären, okay? Also, fangen wir mal an mit dem Rückschnitt, was man hier macht. Wir haben hier zwei verschiedene Triebe, und zwar Triebe, die letztes Jahr gewachsen sind, da hattet ihr dieses Jahr die Früchte drauf. Diese Triebe, die müsst ihr dieses Jahr abschneiden, weil die werden euch nächstes Jahr keine Früchte geben. Und jetzt gibt es Triebe, das merkt ihr an der Farbe auch schon, guck mal, die sind frisch gewachsen, die werden nächstes Jahr Früchte tragen. Die von diesem Jahr, das können wir mal hier anschauen, guck mal hier zum Beispiel, hier haben wir einen Trieb von diesem Jahr, da waren schon Himbeeren dran, die werden nächstes Jahr nicht mehr kommen. Das heißt, das hier kann man komplett unten wegschneiden. Das hier zum Beispiel hätte nächstes Jahr Früchte getragen. Richtig schön grün und das andere richtig schön braun. Das heißt, das richtig schön grüne dran lassen und das braune wegschneiden. Überall, wo Früchte dran waren, eigentlich könnt ihr schon nach dem Ernten machen, wenn ihr es geerntet habt, sofort den Trieb wegschneiden, ist gar kein Problem. Und wirklich nur die frischen Triebe dran lassen, da habt ihr nächstes Jahr wieder Himbeeren dran. Okay? Jetzt tue ich mal alles, was alt ist, komplett wegschneiden und dann zeige ich es euch nochmal. So, man sieht es ja auch, mal richtig alte Triebe. Da ist auch nicht mehr viel Leben drin. Nimmt nur unnötig die Sonne weg, seht ihr das? Einfach rausschneiden. Hier haben wir es nochmal. Hier waren dieses Jahr Himbeeren oder Brombeeren dran. Einfach weg, weil es wächst nur einmal im Jahr. Man sieht es auch jetzt hier. Guck mal, richtig schöne alte Triebe, die hier wegmachen. Und alles, was noch so schön grün ist, das lasst ihr bitte dran, okay? Guck mal, ich zeige noch was. Hier sind zufällig noch Brombeeren dran. Oh, die kann ich essen. Richtig lecker. Aber dieser Trieb hier wird nächstes Jahr keine Früchte mehr tragen. Das heißt, ich kann ihn eigentlich sofort wegmachen. Und zwar ist hier der Trieb, hier war das Ding dran. Und so, zack, habt ihr gesehen, weggeschnitten. Überall, wo was dran war, wegschneiden. Man kann sich doch die Himbeeren einfach im Supermarkt holen. Aber ist was anderes, als man sie selber hat. Seht ihr das? Alles, was braun ist, wieder komplett weggemacht. Was kosten Himbeeren? 100 Gramm? 2,99? Keine Ahnung. Aber es ist was anderes, wenn man zu Hause welche hat und frisch zeigen kann. Das sind meine Himbeeren. Ich liebe das, im Dreck zu wuseln. Ich bin wie ein türkischer Maulwurf. Ich kann euch jetzt viel von Einjährigen und Zweijährigen, oh mein Gott, ich habe gerade eine Schnecke verschluckt, könnte ich euch erzählen, was Einjährige und Zweijährige Triebe sind, aber das wird euch durcheinander bringen. Merkt euch einfach, da wo Früchte dran waren, das muss jetzt weg. Und da wo noch keine Früchte dran waren, die lasst ihr wachsen. Alles was schön hellgrün ist, dran lassen. Alles was richtig dunkelgrün ist, im Herbst abschneiden. So, und mit dir auch weg. Und hier, und du bist der Nächste. Ja, so sieht es jetzt aus. Und wie gesagt, wenn ihr Himbeeren habt,
also Sommerhimbeeren, dann muss nach dem Rückschnitt euer Beet wirklich so sauber aussehen. Das ganze alte Gestrüpp ist jetzt komplett weg. Das Ding hat wieder Luft, das kann wachsen. Und jetzt tut mir noch ein Gefallen, wenn ihr gerade dieses Gestrüpp jetzt noch habt, dann könnt ihr euch eine Hohlschnur haben. Leider hatte ich keine Hohlschnur mehr, deswegen habe ich einen Begrenzungsdraht von meinem Rasenmäher genommen. Hohlschnur gibt es überall im Baumarkt. Das ist so ein Gummi, wo du so entlang ziehen kannst, wo du Sachen festbinden kannst. An Bäume kannst du, Äste kannst du festbinden. Das ist wirklich so ein Must-Have im Garten. Leider habe ich gerade nichts da, deswegen habe ich den Draht genommen und habe dann gerade hier diese Triebe auch am Zaun festgebunden oder ich habe sie auch zusammen festgebunden. Das ist ganz einfach, nur ein Stück abschneiden, einfach den Draht nehmen, hier die Triebe rein und so ein bisschen zusammen. Und so sieht es auch schön sauber aus. So kann es jetzt auch hier entlang wachsen und es gibt jetzt bestimmt nächstes Jahr einen richtig coolen Ertrag. Fazit ist eigentlich, ich habe es euch vorne schon gesagt, wenn ihr wirklich keine Arbeit haben wollt, holt euch Herbsthimbeeren. Bei den Herbsthimbeeren müsst ihr hier unten einfach nur alles ratzeputz wegschneiden, aber dann habt ihr natürlich nur Himbeeren im Herbst. Wenn ihr aber so eine stressige Frau habt wie meine zum Beispiel, die viel kocht, die viel backt und viel Kuchen macht mit Himbeeren, deswegen schon auf dem Juli Himbeeren haben möchte, dann nehmt euch diese Himbeeren. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, bitte stellt sie einfach unter dem Video. Ich werde euch jede Frage beantworten oder auch die Elena. Wenn ihr Fragen habt zu Werkzeug, zu Hohlschnur oder irgendetwas, ich helfe euch da wirklich gerne weiter. Tut mir einen Gefallen, lasst mir einen Daumen nach oben, lasst einen da und abonniert den Kanal. Es würde mich wirklich richtig freuen. Und immer wenn ein neues Video online bekommt, bekommt ihr sofort eine Benachrichtigung. Das ist komplett kostenlos. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Video. Wenn ihr irgendwas wissen wollt oder wenn ihr eine Anreize habt für irgendwelche Videos, schreibt es bitte in die Kommentare und dann machen wir einfach eins draus. Okay? Also macht's gut, ihr Bachforellen. Alles Gute, euer Murat. Tschüss. Wir haben bei Raspberry haben wir Himbeeren. Und zwar, wir haben Herbsthimbeeren, wir haben Balkonhimbeeren, wir haben Sommerhimbeeren. Also schaut mal wirklich dran vorbei. Es ist von einer deutschen Gärtnerei hier aus der Region. Ganz, ganz tolle Himbeeren, auch ertragsreich. Geht einfach auf www.raspberry.de und gebt Himbeeren ein und sucht euch wirklich eure Himbeersorte raus. So. Ah ja, mir ist noch was eingefallen. Ja, wirklich. Und zwar, wenn ihr das alles gemacht habt, dann könnt ihr auch noch einen Dünger reinmachen. Ich würde euch empfehlen, einen biologischen Dünger. Ihr könnt jetzt auch Pferdemist haben, nehmen und Pferdemist noch drauf machen. A, ich mag den Geruch nicht. B, ist es nicht vegan. Und C, ich habe keine Pferde. Deswegen könnt ihr den Raspberry, den organischen Biodünger nehmen. Der ist da, Dankeschön. Der ist biozertifiziert und ist für die Biolandwirtschaft erlaubt. Und ist rein vegan, rein bio. Da ist ein Bodenaktivator drin. Den nehmt ihr jetzt einfach und werfen jetzt einfach drauf. Heute wird es eh noch regnen. Wenn es bei euch nicht regnet, dann tut danach gießen. Ansonsten einfach drauf machen. Kein Problem übrigens für Tiere, wenn ihr Hauskatzen habt, so wie auch, oder Kinder. Auch gar kein Problem. Die Kinder können es übrigens auch machen. Und selbst wenn es die Katzen oder die Hunde mal kurz anlecken oder anfressen, passiert auch nichts. Solange sie das nicht ins Futter reinmischt, ist gar kein Problem. Einfach drauf. Pro Quadratmeter ungefähr eine Handvoll. Und das war es eigentlich schon. So, jetzt hat der Boden wieder Nährstoffe und ich verspreche euch eins, nächstes Jahr wird es ganz, ganz viele Himbeertorten geben. So, und ich räume jetzt noch fertig auf. Bis dann. Und jetzt, Achtung, abschalten.